Willkommen beim 6. Panzerersatzbataillon, Soldat. Bevor wir Sie zu Ihrer Einheit schicken, wollen wir kurz sehen, ob Sie wissen, was Sie tun und eventuelle Schwachstellen in Ihrer Ausbildung finden. Sie werden die einzelnen Mannschaftspositionen besetzen, damit wir einschätzen können, wenn... Wir beginnen mit der Fahrerposition. Sehen Sie sich im Panzer um, machen Sie sich damit vertraut. Wenn ein Geschoss durchschlägt, können die Besatzung verletzt und Systeme beschädigt oder zerstört werden. Auf dieser Position könnte das Schaltung, Getriebe oder andere Teile des Antriebs sein. Direkt hinter Ihnen steht ein großer Behälter mit Munition für das Hauptgeschütz. Die Anzeigen neben dem Fahrer geben Aufschluss über die Schäden und den Zustand des Motors, der sich im Heck des Panzers befindet. Das Panzer IV-Modell hat einen Schlitz an der Seite, durch den Sie ein kleines seitliches Sichtfeld haben. Öffnen Sie die Luke und sehen Sie hinaus. Blicken Sie durch das Episkop. Fahren Sie vorwärts, um ein Gefühl für die Steuerung zu bekommen. Gut. Übernehmen Sie jetzt die Kommandantenposition. Denken Sie daran, wenn jemand von der Besatzung getötet wird, müssen Sie durch den Panzer kriechen, um den Mann zu ersetzen. Das dauert eine Weile und das sollten Sie einkalkulieren. Mit dem Kopf in der Kuppel können Sie in relativer Sicherheit durch das Panzerglas sehen. Die beste Sicht haben Sie natürlich, wenn Sie die Kuppel komplett öffnen. Aber dann sind Sie natürlich leichte Beute für Scharfschützen. Öffnen Sie die Luke und sehen Sie hinaus. Von hier aus können Sie dem Fahrer eine Richtung angeben. Probieren Sie es mal. Jawohl! Ja! Folgen Sie jetzt der Straße bis zum MG-Stand. Gut, der Panzer IV hat zwei Maschinengewehre. Eins am Bug, das andere koaxial zum Hauptgeschütz oben montiert. Übernehmen Sie unten die Position des MG-Schützen. In dieser Position könnte das Bug-MG beschädigt werden, ebenso die Kette und die Triebräder draußen. Die Hauptbenzintanks liegen hinter Ihnen unter dem Geschützboden. Wenn Sie getroffen werden, könnte ein Feuer ausbrechen. Schießen Sie mit dem Bug-MG auf die Ziele. Gut gemacht. Und jetzt im Einzelschussmodus. Feuer frei. Gut gemacht. Nehmen Sie jetzt den Platz des Richtschützen im Turm ein. Hier befinden sich viele der wichtigen Geschützsysteme, die beschädigt werden können. Die Optik und das Turmschwenkwerk. Sowie das Hauptgeschütz selbst. Schießen Sie mit dem Koax-MG auf diese Ziele. Geladen! Guter Schuss. Übernehmen Sie jetzt die Kommandantenposition.
Befehlen Sie jetzt Ihrem Fahrer, den Panzer für eine Schießübung dort auf den Hügel zu bringen. Befehlen Sie jetzt Ihrem Fahrer, den Panzer für eine Schießübung dort auf den Hügel zu bringen. Los, los! Befehlen Sie jetzt Ihrem Fahrer, den Panzer für eine Schießübung dort auf den Hügel zu bringen. Ja. Befehlen Sie jetzt Ihrem Fahrer, den Panzer für eine Schießübung dort auf den Hügel zu bringen. Befehlen Sie jetzt Ihrem Fahrer, den Panzer für eine Schießübung dort auf den Hügel zu bringen. Los, los, Bewegung! Jawohl! Das reicht. Jetzt folgen die Schießübung. Stellen Sie im Zielfernrohr die richtige Entfernung ein. So, und jetzt zum Platz des Richtschützen. Feuern Sie mit Hauptgeschütz und panzerbrechender Munition auf die Zielfahrzeuge. Sie sollten sich die verwundbaren Stellen feindlicher Fahrzeuge genau einprägen. Panzerplatten sind unterschiedlich dick und stehen in unterschiedlichen Winkeln. Zielen Sie am besten auf die Seiten und das Heck. Dann ist die Chance am größten, dass die Geschosse durchschlagen. Position. Sie haben meinen weiteren Panzer durch das Tor, dann sind Sie fertig. Leben Sie wohl und viel Glück. Bewegung! Jawohl! Los!
Waffen! Los, los, Bewegung! Ja! Again, we have crushed our enemies.